Und wir noch? Ah, Autobahnman. Ja, wir müssen uns erwähnen. Also der Boss. Komm, wir zeigen die noch später nochmal. Oder vielleicht auch irgendwie morgen. Bei, weiß ich auch nicht. Und jetzt müssen wir euch nochmal. Haben wir schon den Bananen-Mutanten-Man gesehen? Nee. Der ist auch sehr schön. Ich meine, den Namen. Man muss auf die Handschuhe. Das sind auch gleichzeitig noch Kostüminfo. Genau. Nee, aber jetzt wirklich, wir waren auf der Süßigkeitenmesse in Köln und da war viel Prominenz zugegen. Lukas Podolski war da, Thomas Gottschalk war da. Die waren aber alle nicht an dem Tag da, an dem wir da waren. Wir weil wir sind ja jetzt da, live. Und was wir euch live von der Messe zu erzählen haben, seht ihr jetzt. Könnt ihr mich hören, ich selbst? Late Nights versus ISM. ISM steht für Internationale Süßigkeitenmesse. Und wo sonst gibt es einen Ort, wo zwei so süße Kerle wie wir perfekt hinpassen? Wir sind so süß, die Leute haben uns hier einen eigenen Stand angeboten. Der hat ein bisschen gedauert, aber... Ja, viele fragen sich, was ist eigentlich so toll an der Süßigkeitenmesse? Wir können es euch verraten, es ist der einzige Ort, an dem es die original polnische Sahne-Mumu gibt. Also ich habe ja diesen Kräuterbonbon erfunden und den würde ich gern auf den Markt schmeißen. Der heißt also Rick... Wer hat's erfunden? Süß! Das Bonbon auch. ich hätte eine Frage. Sie arbeiten jetzt schon ein bisschen länger hier auf der Messe. Ne? Ja. Wissen Sie, ob es hier irgendwo... Wir sind schon die ganze Zeit auf der Suche nach einem Stand, wo ein großes goldenes Ei ist. Ja, das sehen Sie hier im Hintergrund. Ach ja, das ist das der berühmte Eierstand? Richtig. Was haben Sie denn hier für verschiedene Eisorten? Weil das sind ja nicht normale Eier, die es hier gibt. Ne? Das sind ja, sag ich mal, besondere. Ja, wir haben hier sehr viele Köstlichkeiten rund ums Ei. Hier auf der internationalen Süßwarenmesse in Köln. Creme Brûlée im Ei. Ja, richtig. Was ist das? Er nennt sich S'more, kommt aus den USA. Also ein Marshmallow geschmolzen in zwei Butterkeksen mit Schokolade drumherum. Wer braucht dann noch das Dschungelcamp, oder? Das ist lecker. Aber die Natureischalen, die wir mit Nougat füllen, da ist nur ein kleines Löchchen, was hineingemacht wird. Und da wird dann das Eiinnere entfernt und auch gewaschen, die Schale, und sterilisiert. Und nach dem zweiten Mal sterilisieren wird dann die Eischale mit flüssigem Nougat gefüllt. Ja, das passt ja. Mein Onkel hat sich auch die Eier sterilisieren lassen. Also ich würde Ihnen ein paar Fragen stellen. Er kommt aus Montreal, er spricht nur Französisch, aber er ist hier für die Messe. Ich bin sein Dolmetscher, Etienne Gardet. Ich übersetze das. Alors, allez-y. Oui, je le France et il y a dans très magnifique et dans l'Allemagne il y a un très bon de la pluie et il y a sans souci de la magnétophone. Also er fragt, wie die in Montreal und in Frankreich ist es so, dass die Schokolade wird auch gegeben, die Tiere, die geschlachtet werden, damit die Fleisch besser schmeckt. Das Animal. Manger. Oui. Je vais du parler avec. Und die Frage ist, ob in Deutschland auch die Schokolade gegeben wird an die Tiere. Nicht zu sagen, weil wir keine Schokolade in unserem Sortiment haben. Lass ihn raus, den Tiger. Zeig ihnen, dass du es kannst. Ein Kellogg's Cornflakes schmecken so. Die wecken den Tiger in dir und dir. Danke, Haribo Mann. Yeah, woo. Tschüss, Haribo Mann.
Ja, wir sind jetzt hier bei der Hamburger Fußballlegende Uwe Seeler. Und natürlich hat Herr Seeler letzte Woche unseren Fußballbeitrag gesehen. Und da stellt sich natürlich die Frage, Herr Seeler, wie würden Sie denn die Qualitäten bewerten? Ja, also ich würde sie folgendermaßen bewerten, jetzt ohne jemandem weh zu tun. Können ruhig ehrlich sein. Ja gut, da muss ich es ja sagen. Also ich würde mal sagen, Nils, du warst extra klasse, bist schon notiert für die Nationalmannschaft. Hab schon mit Jogi Löw gesprochen. Und bei Eddie muss ich leider sagen... Eddie, hör auf mit dem Fußball, mach irgendwas anderes. Ich glaube, du hast andere Talente. Das ist echter Fußball-Sachverstand. Ach, vielen Dank. Ein aufregender Tag auf der Süßigkeitenmesse in Köln geht zu Ende und wir möchten uns beim zahlreich erschienenen Publikum jetzt mit einem Auszug aus der vierstündigen Klaviatursonate Wolfgang Schniedelmeiers verabschieden. Viel Spaß. Zwei Dinge lernt man aus diesem Video. Ja, jetzt traue ich mich nicht mehr, den Gag zu sagen. Ist doch egal, das ist schon Vorschusslorbeeren bekommen. Ich wollte eigentlich sagen, zwei Dinge lernt man aus diesem Video. Ja. Zum einen, wir haben beide Klavier gelernt. Natürlich. Zum anderen, Französisch auch. Ah, wir machen ein bisschen Werbung, gleich sind wir wieder da. Dann gibt es einen fantastischen Musikgast und Etienne macht sich nackig. Bis gleich. Da. Ey, wie geil ist das denn? Was denn? Guck mal hier, hier steht in der Bild, dass JJ and the Burning Machine heute bei Giga Late Nights auftritt. Alter, und da steht auch noch viel mehr. Nämlich mit dem Titel Tell Yourself! Wahnsinn. Went to a bar downtown to get drunk for a while. Told a girl who kissed a boy I really liked his style. She said he's not my boyfriend and killed me with a smile. That's when you I did right. 10 weeks of drinking, another 6 to pay. No kissing on Christmas Eve and she didn't hear me play. Each time I tried she whispered, let's talk another day. Which never came to any way. We started to hang out in a dirty practice. It's been kinda long since me. We traded and long and I ever got some. It's been in your lonesome night, your lonesome night. Alone. Try to tell you how it works, but you occupy the throne. Got a pocket full of nothing, but I can't seem to complain. Just don't tell me you're lonesome tonight. We start to hang out in a dirty practice. That's been kind of progress to me. No kiss, just no more, girl. I overshot, girl. You make me feel lonesome tonight. You're lonesome tonight. Decision, I can't even make mine. So if you feel lonesome tonight, I can't ugly explain your eyes. Tell the same. So if you tell yourself you're lonesome, if you tell yourself you're lonesome, if you tell yourself you're.